Ja, moin, liebe Freunde des alten neuen Stadtbaus und herzlich willkommen zurück zum letzten Part dieser Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Wir fahren fort. Und ich sage tatsächlich mal ausnahmsweise zu. Ach, guck mal, das sind ja gar nicht so viele Schiffe. Das geht ja noch. Wir werden mal die Blockade beenden und ich werde die Kiso leider als Köder benutzen müssen. So leid es mir tut. Aber es sind ja gar nicht so viele Schiffe. Ich hatte mit mehr gerechnet. Zwei Kriegsschiffe, zwei große, es geht noch. Das geht ja wirklich noch. Da hatte ich wirklich mit Schlimmeren gerechnet. Ja, wir sind dabei, Alexandrata auszubauen. Lange Zeit waren wir mit Rebellopolis beschäftigt. Jetzt mittlerweile sind wir mehr dabei, Alexandrata auszubauen. Und ich werde auch mal unsere Kontore mal ein bisschen erhöhen. Und mit ein bisschen meine ich gleich direkt auf Maximum. Oh, wir erhöhen das mal ein bisschen, ne? Ja. Genau, Lars. Ein bisschen. Betonung liegt auf ein bisschen. Die Straßen sparen wir uns schon mal. Genauso auch die Straßen hier. Werden zurzeit nicht benötigt. Aber ich sehe schon, Stein wird langsam ein bisschen knapp hier. So, das Schiff ist als erstes klar. Es war mir schon, Jungs, ihr dürft gerne angreifen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Alter, die kriegen so aufs Maul. Ah, geil. So laut. Die Blockade wurde durch ihre Schiffe zerschlagen. Ja! Zerschlagen wurde sie. Habt ihr in der euch anvertrauten Sache Neues zu berichten? Blinder Eiferer, was bringt mir das denn? 250 Ruhm. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Das ist doch in Ordnung. Gut, gut. Meine Damen und Herren, liebe Freunde. Na, versucht der Korsan nicht mehr wieder ein Angebot zu machen? Das hatten wir doch schon mal. Oder gibt es das nur einmalig? Kann ja auch sein, dass das vielleicht eine einmalige Chance ist. Und wenn man die verpasst, dann so nach Motto, ja, shit happens, ne? Kann auch passieren. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, Freunde. Hier würden rein theoretisch auch noch Häuser hinpassen, sehe ich gerade. Aber haha, ich glaube nicht, dass wir da noch Häuser hinkriegen. Ihr habt umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Ja, doch, zwei Häuser noch. Einer ihrer Betriebe stellt keine drei Wagen Häuser mehr her. Oh, das ist dann auch das höchste der Gefühle. Also mehr kriegen wir da definitiv nicht mehr hin. Aber trotzdem, das ist besser als gar nichts, ne? Muss man ja auch ehrlich mal sagen. Aber Freunde, wir kommen richtig gut voran, muss ich sagen. Also jetzt rollt das richtig, aber das Spiel dauert wirklich, damit es ins Rollen kommt. Und du hast wirklich als Spieler auch viele Schwierigkeiten. Also ich glaube, für ein entspanntes Spiel so wie hier, da braucht man wirklich nur eine KI und dann eine bestimmte, in dem Fall Helena, dann passt das schon. Für dich habe ich immer Zeit. Oh. Ja, du hast recht. Aber wenn man dann Marie de Artois hat, also wenn man Stress will, dann nimmt Marie de Artois mit. Die hat immer eine Überraschung für euch parat. In dem Fall dann eine schöne Kriegserklärung. Haut sie euch dann richtig schön um die Ohren erstmal. Oh, die Milch geht runter langsam. Eieieiei. Oh ja, die Milch geht richtig runter. Scheiße. Okay, da müssen wir was machen. Ich bin froh, euch endlich wiederzusehen. Der kriegt auch nichts rein in der Richtung, ne? Scheiße. Gut, also wir müssen da wirklich reagieren langsam. Sehe ich schon. Da müssen wir jetzt wirklich langsam mal reagieren. Also, wir brauchen unbedingt eine weitere Milchproduktionsstätte. Am besten gleich zwei. Einmal hier hin. Ob das noch passen wird? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal, Freunde. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann umso besser. Doch, das passt. Gut. Dann haben wir schon mal zwei Felder Milch dazu. Wie das klingt, ne? Wir haben zwei Felder Milch dazu. Und dann, meine Damen und Herren, liebe Freunde, eine Premiere. Wir ballern uns die erste große Noria hin.
Batsch! Und hauen da gleich direkt nochmal eine neue Dattelfarm hinterher. Wie wäre es mit einem Kaffee? Ach, danke, ich habe einen Kaffee. Danke. Danke fürs Angebot. So. Ärgerlicherweise haben wir leider zurzeit nur ein Update für die Datteln zur Verfügung. Aber was mich freut, der Platz reicht. Sehr schön. Oh, 7000. Oh, oh, oh. Oh, die wird lange reichen. Die wird lange reichen, glaube ich. Alter, geil. 7000 einfach. So, wo ist die Kori? Da ist die Kori. Gut, ich war schnell genug. Glück gehabt. Wie sieht's mit Waffen aus? Sind die voll? Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Bisschen Platz ist noch. Ah! Jungs! Abfang! Gut, dass ich mal einen Blick ins Lager geworfen habe. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wie sieht's mit dem Kaffee aus? Kaffee sieht gut aus. Aber da scheint der Verbrauch langsam ein bisschen höher zu sein. Oder es liegt einfach daran, weil wir mehr Lagerkapazitäten gerade haben. Zumindest was den Kaffee angeht. Aber bei Datteln und Milch, da liegt es tatsächlich auch am Verbrauch. Das ist nicht doll. Das ist wirklich nicht doll. 40-20. Das ist echt nicht doll, Leute. Wirklich nicht. Aber wie gesagt, ein weiteres Item wäre echt gut für die Datteln. Hoppla, spinnt gerade die Anzeige ein bisschen rum. Nimmt auch alles mit, ja, das habe ich mir gedacht. Willkommen. Willkommen zurück. Das geht noch nicht. Das geht alles noch nicht. Verdammt. Ah, schön, dass ihr da seid. Habe ich nur gerade das Gefühl, oder geht hier gerade die Einwohnerzahl so ein bisschen runter? Ich habe alle so weit auf grün, bis auf die Art liegen. 878 ist ein bisschen... Ja gut, weil ich die Noria gerade gebaut habe. Guckt euch das an, wie das runtergeht. Das ist ja gar nicht gut. Eieieiei. Vor allen Dingen, ich habe so viele Milchfarmen gebaut und das reicht trotzdem nicht. Also das ist krass, wie viel die brauchen an Milch. Dann versuche ich mal, ob ich hier noch eine Dattelfarm hinkriege, wa? Ah, könnte schwierig werden, ne? Wenn ich mir das mal so angucke. Wir probieren es mal. Probieren geht über Studieren, heißt es immer. Nee, ich glaube nicht, das wird... Nee, das wird nix. Ich probier's zwar mal, aber... Nee, das wird nix. Nee. Schade. Ich finde es blöd, Platz zu verschwenden. Ich mag das nicht haben, Platz zu verschwenden, aber... In dem Fall wird es wohl leider nicht anders gehen. Blöderweise. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Gut. Dann werden wir hier nochmal eine Dattelfarm setzen. 1, 2, 3. 1 und 2. Dann hier gegenüber nochmal eine. Genau. Ja, schon scheiße. Ja, das macht nichts. 1, 2, 3. Ich sagte 1, 2, 3. 1. Nee. Dann lieber so. So ist besser. So, dann haben wir schon mal zwei Dattelfarmen mehr. So. Und dann würde ich sagen, dann haben wir hier nämlich auch gleich nochmal zwei weitere Hühnerfarmen. Wie komme ich jetzt auf Hühnerfarmen, sag mal? Also, jetzt so langsam... Also, nee. So geht das aber nicht, Freunde hier, ne? Freunde der Südsee. Hier nochmal... 1, 2, 3. Passt das? Ja.
Die Tiere weiden darauf, also sollte das gehen. Gut. So, dann hauen wir hier nochmal eine Straße hin. Und mir ist auch schon mal zum anderen Marktstand nochmal. Und zu dem Marktstand dann auch nochmal. So. Ich weiß gar nicht, muss die Noria angeschlossen sein? Nö, die funktioniert so. Gut. Perfekt. Ich hoffe, dass ich damit dann jetzt das Ressourcenproblem erstmal, also das Datteln und Milchproblem damit im Griff kriege. Oh, schön, dass die Anzeige von Hightown noch da ist. Das ist gut. Jetzt müsste ich halt noch wissen, wie viel da maximal reingeht. Aber ich glaube, ein paar Tonnen dürften da reingehen. Ich nehme mal 80 davon mit. Wie viel Platz habt ihr? Ich muss wirklich kurz mal gucken. 120. Das heißt, 50 Werkzeuge würden vielleicht noch gehen. 50 Werkzeuge. Dann nochmal 50 Stein. Und Glas können wir ja von der Zweigstelle nehmen, hätte ich jetzt gesagt. Dann fahren wir runter, Kiso. So, ihr könnt euch zurückziehen. Das habt ihr gut gemacht. Den habt ihr schön weggerupft. Schön aus der See rausgepickt. Ja. Dann gucken wir kurz gleich mal, wie es mit den Perlen aussieht. Die Pest ist bei ihrem Nachbarn vorüber. Ja, das ist doch schön. 2 Stunden Anno schon wieder. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, das Problem ist jetzt halt, da ich nächste Woche leider wieder anfangen muss zu arbeiten, wird das wieder so eine Geschichte. Deswegen, aber ich bin ganz froh, dass mein Vorrat aktuell recht gut aussieht. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wann ich nochmal Indigo nachbessern muss. Ich hoffe ja, dass das noch eine Weile dauert, bis wir das nachbessern müssen, aber... Ach, guck mal, jetzt dürfen wir auch das große Handelsschiff bauen, ja. 1740 brauchen wir für das Kriegsschiff. Dafür brauchen wir Kriegsgeräte. Dann nehmen wir lieber die großen europäischen Kriegsschiffe. Dafür Eine brauchen Produktion wir Kanonen. Kommt zum Erliegen. Aber die Rösterei ist noch voll, also daran liegt's nicht. Ernsthaft, genau ein Holz. Genau ein Holzteil. Das kann echt nicht wahr sein. Gut, dann fahren wir nochmal nach Rosenheim. Rosenheim hat nämlich ziemlich viel Glas mittlerweile. Das ist echt gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Es dürfen ein paar mehr Betriebe sein, die erstmal keine Waren mehr herstellen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Die Teppichknüpfer sind auch gut dabei. Die werden auch auf der Insel bleiben. Definitiv. Auch wenn vielleicht die Seide ein bisschen wandern muss. Ach, das liegt jetzt daran, weil ich die ganzen Plantagen gebaut habe. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso geht das jetzt so weit runter? Weil ich die Plantagen gebaut habe, deswegen. Deswegen geht das gerade so ein bisschen runter. Alles gut. Wie sieht es denn aus? Es scheint momentan sich zu erholen. Gut. Ja, bei den Datteln sowieso ein bisschen besser als bei der Milch. Ich Was bin halt auch froh, daran liegt, weil endlich ich das Item, wieder weil ich zu sehen. Ein Item dafür habe. Ein einziges nur. Ziegen! Ja, ja, ja. Ah. Lars kriegt Schnappatmung. Alles gut! Alles gut. Aber das ist gut. Für die Ziegenfarm. Ich dachte kommt schon, zum wir hätten kein Item dafür. Doch, gibt es. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nehme ich Möge gerne mit. Der Hand Gerne auch mehrmals. Ein fairer Handel. Ziegenfarm, ne? Ja. Gut. Sehr gut. Hast du das nochmal? Ziegenfarm. Gerne mitgenommen. Damit bin ich einverstanden. Und jetzt nochmal für Datteln. Das wäre nochmal gut. Ah, guck mal. Das füllt sich dann nämlich auch konstant nach. Was ist das? Mosaik. Mosaik kann ich nicht gebrauchen. Aber die Ziegenfarm ist gut. Können wir nämlich die Milchproduktion anregen. Sehr gut, wunderbar. Und dasselbe, weil ich gehe davon aus, Kaffee brauche ich dafür nicht. Weil Kaffee haben wir so viel Produktion. Dann mache ich das zur Not auf der Insel dann auch nochmal und dann ist gut. Aber jetzt wird nämlich auch die Ziegenmilch schön angeregt, die Produktion. Das ist doch herrlich. So, Rosenheim. Rosenheim.
Oder wollte ich Rosenheim dafür nehmen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Rosenheim hat Indigo und Datteln. Bietet sich ja eigentlich schon fast dafür an, ne? Wenn da schon Datteln drauf sind. Also erstmal werden wir das kleine Kontor hier mal zu einem großen Kontor machen. Dann können wir das ja zur Not da dann machen. So, wie viel Glas habt ihr hier? 91, genau. So, dann hauen wir hier nochmal ordentlich die Steine rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel kann Alexandrata aufnehmen? 200. Gut, an Stein haben wir ja gut Luft. Und Glas nehmen wir dann auch nochmal kräftig mit. Und rüber damit. Ich wollte ja eigentlich hier noch die Speicherstadt bauen, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Rösterei. Mosaik, genau. Was ist das hier? Zuckerbäckerei? Ja, genau, die Zuckerbäckerei, die hatten wir auch noch. Richtig. Aber schön, wir haben jetzt endlich mal was, um die Ziegenmilchproduktion anzuregen. Das ist gut. Sollte das ja jetzt entsprechend hochgehen. Vielleicht schließt es ja sogar mit den Datteln auf. Sieh es als sicher. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Ja, deine Männer. Du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Und ein weiterer ist weg. Oh, Seile. Schön. Wieder ein Korsar weniger. So ein Scheiß aber auch. Ja, die Ressourcen erholen sich. Das freut mich. Und Glas ist voll. Das ist natürlich noch besser. Dann hauen wir nämlich den Rest erstmal nach Hightheim. 84 Datteln. Sehr gut. Und 48 Ziegenmilch. Gut. Das erholt sich wirklich gut. Sehr schön. Wie sieht's mit dem Perlen aus? Ihr könnt in einer wichtigen Staatsangelegenheit von großem Nutzen sein. Wir legen sie vertrauensvoll in eure Hände. Ich habe kein Marzipan. Welch Anmaßung. Ja, sorry, ich hab kein Marzipan. Habe ich noch nicht. Wie soll ich dir etwas liefern, was ich noch nicht habe? Meine Flotte übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig meine Berichte. Aber wir haben schon mal eine Ziegenmilchressource in der Reserve. Brennofen, Mosaik, ja, das hatten wir ja schon. Ich würde gerne das nochmal mitnehmen, bitte. Also einmal würde ich das gerne noch mitnehmen. Bevor wir gleich nochmal einen Wechsel durchführen. So, und du kehrst zurück. Wieso reduzieren sich meine Gewinne schon wieder so, weil schon wieder 11 Adlige fehlen? Was ist denn los hier? Wieso fehlen hier so viele Adlige auf einmal? Die Produktion kommt zum Erliegen. So, jetzt zahlt ihr wieder. Ja, unsere Gewinne gehen halt so runter, weil wir so viel Datteln brauchen und so viel Ziegenfarm. Deswegen... Ja, es könnte sein, dass wir dadurch noch mal kurz ins Minus fallen. Seid ihr an den Kosten? Aber das wird sich dann hoffentlich recht schnell wieder fangen. Ein gutes Geschäft. Jetzt hat er auch keine mehr. Also er hat es anscheinend bis zu dreimal. So wie es aussieht. Kann ich nicht gebrauchen. Ne. Schade. Schade. Aber wir haben 1,1 Millionen. Also selbst wenn ich ins Minus rutschen sollte, ist das auch nicht so schlimm. Die Ritter sind begierig, ihren Kampfesmut unter Beweis zu stellen. Jo. Das Volk wird euch für ein solches Spektakel hochleben lassen. Das hoffe ich doch. Das erwarte ich. Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber die Perlen müssten ja ordentlich was dann abwerfen, ne? Ja. Nimmt immerhin wie viel Prozent ein? Teppiche hat 40, also haben die Perlenketten 60. Aber es ist gut, dann verbraucht sich der Teppich, reduziert sich der Teppichverbrauch. Das ist gut. Und dann machen wir bei Rosenheim, machen wir dann nicht für die Glasbläserei, sondern dann hauen wir da was rein für die Datteln und für die Ziegenmilch. Sollte das auf Hightheim nicht mehr reichen. Machen wir das so. Geht auch.
Wie brauche ich denn eigentlich? Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Das heißt, wir können recht bald damit beginnen, Freunde. Weil so viele fehlen uns nicht mehr. Es fehlen uns noch knapp 700 Leute. Also das heißt, 4 Häuser sind 100. Ihr könnt es euch ausrechnen. Also es ist wirklich nicht mehr viel. Es ist leicht zu erreichen. Ah. Schön. Sehr, sehr schön. Freut mich. Ja, dann werde ich auch gleich mal den Part und die Aufnahme beenden. Also das lief schon mal richtig gut. Ich gucke jetzt nur noch mal. Ja, ich weiß, unser Itemlager ist recht voll. Mich und Datteln erholen sich. Das freut mich, beziehungsweise sind jetzt wieder auf Maximum. Sehr schön. Die Perlenketten füllen sich auch. Auch das ist gut. Habt ihr gesehen, wie dieser Ritter seinen Kontrahenten... Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich freue mich trotzdem. Reicht das? Ja, Freunde, dann werde ich, wie gesagt, ich werde gleich die Aufnahme beenden. Hat auf jeden Fall heute wieder richtig Spaß gemacht. Danke dir. Und, ja, wir gucken mal, was in der nächsten Session dann noch auf mich zurollt. Also, wir nähern uns auf jeden Fall langsam, aber sicher dem Bau der Moschee. Das auf alle Fälle. Also, dem rücken wir wirklich deutlich näher. Sonst noch was? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Ja, Kaffee halt noch, aber nö. Fahr man so hin. Das passt schon. Gut. Kommt nur und seht euch in aller Ruhe um. Wie der mich zum Kommen auffordert hier. So. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Finde ich auch. Endlich mal wieder ein bisschen Geld in der Kasse. Wir haben ja so wenig. Hier nochmal gucken. Ändert sich hier irgendwas? Nö. Was ist das? Druckerei brauchen wir nicht mehr. Also eigentlich geht es jetzt nur noch um bei den Allah. Großvisier. Es tut gut, euch zu sehen. Es geht nur noch um den Großvisier hier. Ziegenfarm hatten wir schon. Schade, ich dachte, jetzt kommen rein zufälligerweise noch die Datteln, aber nö. Datteln will er uns nicht geben. Schade, schade. Gönnt er uns nicht. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Ich stimme dem Handel zu. Sehr schön. Gut, fast nochmal 20.000 eingenommen. Ja, also ich warte mit den Perlenketten noch, einer bis wir 150 haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann gebe ich die so langsam dem Volk frei. Beziehungsweise... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, ja, ja. Guckt euch das mal an, wie die Datteln verbraucht werden. Also die werden richtig heftig aufgebraucht. Das liegt halt daran, weil sie momentan nichts Alternatives anderes zum Essen haben. Aber viele von uns sind eben den Luxus des Sultanspalastes gewohnt. Ja, genau das ist euer größtes Problem. Ihr seid zu sehr den Luxus gewöhnt. Ja, genau, weil die nämlich alle nur dieses eine haben. Deswegen ist auch der Verbrauch so hoch. Aber ich denke mal, sobald Marzipan, könnte sein, dass es das nächste ist, was kommt. Könnte ich mir vorstellen, dass dadurch unsere Datteln entlastet werden. Aber das werden wir dann im nächsten Part und in der nächsten Aufnahmesession sehen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Spiel gesichert. Wie gesagt, Endcard, ich brauche das, glaube ich, nicht mehr weiter erwähnen. Unten links dieses Let's Play, Anno 1404. Oben links Vorgänger 1701. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und rechts Upload, der aktuellste Upload zu meinem Kanal. Und in der Mitte einfach drücken zum Abonnieren. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir jetzt gucken werdet. Übrigens vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit euch YouTube auch informiert, gegebenenfalls. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir jetzt gucken werdet. Schönes Wochenende, falls Wochenende sein sollte zu dem Zeitpunkt. Wir sind ja jetzt im November. Schönen Karneval gegebenenfalls. Ich glaube, dass der Part kommt am 11.11. raus, um 11 Uhr, wie passend. Also in 11 Minuten, also dürfen wir jetzt schon drüber sein. Die 5. Jahreszeit dürfte damit begonnen haben schon, Karneval. Falls ihr also Karnevalisten seid oder entsprechend veranlagt seid, schönen Karneval. Falls nicht, dann halt nicht. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen, wenn wir Alexandrata weiter ausbauen werden und uns langsam in Richtung Ende dieses Spiels bewegen. Langsam aber sicher. Die Sultansmoschee ist nicht mehr so weit weg.
Liebe Freunde, ich wünsche euch noch was. Ich sage dann einfach euer Lars, sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.